Hier bei CSL Computer in Hannover entstehen gerade die neuesten Gaming-PCs für die Gamescom und wir haben hier das Intel Enthusiast-System, auf dem ihr auf der Gamescom spielen könnt oder schon gespielt habt, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Herzstück des PCs ist das ROG Mainboard Maximus 7 Ranger. Sieht schon hier, der Schriftzug wird verdeckt von einer SSD im besonders schnellen M2-Format, 256 GB, damit eure Spiele immer wirklich sofort schnell geladen sind. High-End-Prozessor Core i7 4790K. Und dazu natürlich 16 GB RAM im Dual-Channel-Modus, also könnt ihr sogar noch erweitern und übertakten auf diesem High-End-Mainboard. Ja. Und zu einem richtigen High-End-System gehört natürlich auch eine High-End-Grafikkarte, die Titan von Nvidia von uns. Ja, wieder schön schwarz, passend zum Board und hat wirklich Leistung ohne Ende. Ja, und dass mit dem Ganzen auch nicht der Saft ausgeht, ein passendes 600 Watt-Netzteil von Be Quiet, besonders leise, schwarz und effizient. Das wird bei CSL hier von den Profis eingebaut in den Thermaltake Tower Core V41, schon mit vormontierter All-in-One-Wasserkühlung, damit das System immer schön leise ist und ihr nie Probleme beim Zocken habt. Und wie es jetzt hier mit dem System weitergeht? Und wie es montiert wird, das seht ihr jetzt. Während hier unser Intel Enthusiast PC professionell zusammengebaut wird, zeigen wir euch mal schnell, was es sonst noch alles bei CSL zu sehen gibt. Dafür haben wir den Sebastian von CSL mitgenommen, der uns hier mal alle besonders interessanten Sachen zeigt, beziehungsweise erstmal einen kleinen Ausblick von dem großen CSL-Lager gibt. Ja, neben High-End-Gaming-System produzieren wir natürlich noch jede Menge andere weitere PCs. Hier seht ihr Standard-Serien-PCs, die schon soweit vorbereitet sind. Die werden dann nur noch in Gehäuse eingebaut, zum Test gegeben und dann in den Versand. So, hier seht ihr natürlich jede Menge Monitore. Für die Gamescom haben wir über 900 Monitore bereitgestellt, die ihr hier im Hintergrund seht. Sind natürlich noch ein paar mehr, aber das ist schon ein großer Batzen, sieht man auch nicht alle Tage. Ja, wir haben zum Beispiel hier den VG248QE mit 144 Hz und da drüben den PB328Q mit IPS-Panel und 32 Zoll. Hier sieht man, ein großer Teil der PCs ist natürlich schon fertig, produziert und getestet und kann auf die Reise gehen. Wir schauen jetzt mal, was unser Intel Enthusiast PC macht. So, der PC ist natürlich schon ein ganzes Stück weiter und kann bald als nächstes in den Stabilitätstest. Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt von CSL, ein kleiner Teil des Lagers, ein kleiner Teil der Produktion. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schön, dass ihr hier wart. Natürlich läuft auch dieser PC durch den professionellen CSL-Computer Stabilitätstest und wie man sieht, hat er aktuell schon bestanden. Also hier wurde zunächst RAM, CPU, Grafikkarte, alles komplett belastet, durchgetestet auf Stabilität und Hitzeentwicklung. Damit man auch sicher weiß, auch beim Marathon Gaming hält der PC durch. So, nachdem alle Systeme jetzt auch montiert und auf Stabilität getestet wurden, sind sie bereit für den Versand. Und dann geht's nach Köln zur Gamescom, da könnt ihr die bespielen oder habt vielleicht schon drauf gezockt, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Wir hoffen, die PCs gefallen euch, das Video hat euch gefallen. In dem Fall, Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Hier geht es um den Intel Enthusiast PC. Herzstück ist das ROG Mainboard. Das wird wahrscheinlich nicht alles erwähnen. Und das Ganze wird mit der DirectU 2 Kühlung. Und mit dem Gerät noch. Das ist ein bisschen schon fast da, ne? Ja. Müssen wir, glaube ich, auch langsamer gehen, ne? Ja, nachdem sind die.